Hallo Leute, wir sind wieder dabei. Oder hey ho, willkommen zurück zum Minecraft Explorer. Wir üben uns wieder fleißig als Elektriker am Werk. Und ja, es geht wieder um Inventierung von Knöpfen. Und zwar gerne eine Fackel, die aus ist. So wie die hier. Genau, so gehen die Dinger natürlich aus. So gehen die ran. Die Frage ist, wie wir überzeugen, dass das hier ausgeht. Wenn die Fackel hier oben ist. Wartet mal kurz. Wir brauchen Clean Stone. Haben wir den noch irgendwo? Ich glaube nicht. Denn vielleicht geht es auch mit einem Repeater einfach so. Ja, mal. Verdammt. Gut, werden wir uns ein bisschen Cleanstone erstellen lassen. Kommen wir, glaube ich, erstmal nicht drum herum. Erstmal als Überlegung. So, 32, okay. Dann machen wir das gleich so. Und warten mal ab, bis drei fertig sind. Und dann müssen wir es mal als Repeater probieren. Die müssen aber direkt von... Ja, es ist halt immer so eine Sache mit Repeater ansprechen. Direkt von vorne und das alles. Ja, ich glaube, wir brauchen sogar noch ein bisschen mehr. Also wenigstens zwei, heißt also sechs Steine, die wir jetzt mal schnell noch herbeizaubern werden. Hilfe, Kohle! Die schönen Steine. Auch tolle Idee, die Repeater mit Cleanstone zu machen. Damit man gezwungen wird, mal Cleanstone zu machen. Naja. Wir haben noch andere Sachen, die man mit Cleanstone machen kann, insofern. Zum Beispiel umwandeln in Stepstones. Ja. So. Gleich ist es fertig. Da haben wir dann sechs übrig. Und dann werden wir mal kurz Repeater machen. Das können wir gleich hier machen. Bevor wir uns irgendwelche Umwege gehen. Einmal einen Stöcker brauchen wir noch. Bitteschön. So. Und die können wir gleich da lassen. Vier Dinger brauchen wir auch wieder. So, zwei hier hin. Da, zwei da. Und dann holen wir schon den Repeater. So, sag bloß, es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Gut. Und zwar wegen dem Strom weiterleiten bräuchten wir die rein theoretisch. Weil es schon relativ schnell ausgeht. So, jetzt müssen wir gucken. Wenn wir die Leitung hier hinführen. Der fühlt sich nicht irgendwie angesprochen. Keineswegs. Gut. Sollte nicht so ein Zweck von der ganzen Aktion sein. So. Okay. Ich gehe erstmal schlafen, Jungs. Ich gehe schlafen. Ja, alles wieder schon wieder zu dunkel hier. Und schlafen gehen. Aber ich habe schon was gesehen wieder hier. Was mich gar nicht so erfreut. Und zwar das da. Das ist die zweite Schiene, die ausgefallen ist. Gut, weil hier auch kein Redstone dran ist. Heißt also, wir müssen dann eine Menge Repeater machen. Gut, dann rennen. Wir haben ja Cleanstone gemacht, können also noch eine Menge Repeater machen. So. 12 heißt erstmal 4 Stück wieder für uns. Reicht genau für alle. Sehr schön. Ach so, wir müssen ja noch. Ich vergesse es dauernd. So. Gleich ein bisschen mehr. Und hier höher. 4, 4. So. Da
könnte man natürlich auch mit einem Knopf arbeiten. Man muss nicht mit einem Schalter arbeiten, mit Hilfe dann einem Repeater. Weil ein Knopf ein Signal gibt. Können wir dann gerne auch nochmal ausprobieren. Beleuchtungsfehler. Haha. Immer noch. So. Gut, so. Und Redstone. Wo habt ihr das? Hier ist mein schönes Redstone. Die Fackel noch einsammeln. Und noch ein bisschen Redstone. Gut. Sehr schön. Wir haben doch noch Cleanstone bei uns, oder? Ne, haben wir nicht. Ah, ja. Der gute alte Cleanstone. Ich hoffe, wir kommen an einen Schalter ran, sonst müssen wir noch mal kurz ein Loch reinhämmern. So. Zwar für einen Knopf. So, rechts erstmal zwei und den Rest haben wir wieder rein. Hey, rein mit dir. Der will nicht rein. Verdammt. Und da war den Button. Gucken, wenn ich die Repeater ganz lange anmache. Vielleicht hilft es uns sogar. So, verstellen wir die mal. Okay. Nein. Okay, haben wir verstellt. Rein theoretisch könnten wir hier nochmal die Zeit verlängern. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, ob wir den Button Krieger kriegen. Nein, kriegen wir nicht wieder. Dann muss die Axt dran. Ihr wisst ja, der Axt erspart den Zimmermann. Oder die Axt. Und auf Axt. So. wo haben wir es? Wood. Wieder hier hin. Und jetzt die gerade hier drinne. Muss natürlich. Ah, das ist natürlich ein Problem. Die müsste dann nochmal inventiert werden. Aha. Gut. Das müsste relativ fix wohl dann gehen. Also das wäre schon ein bisschen schwerer hier. Das wäre schon ein bisschen schwerer. So, machen wir erstmal Inventierung. Machen wir das Ding noch rein. Da brauchen wir das Ding eigentlich auch gar nicht. Weil wir das so machen. Na, komm schon. Die brauchen das Ding noch. Okay. Und gleich sehen wir uns wieder. Da sind wir wieder. Und wir arbeiten ja jetzt schon mit Inventierung. Gut. Nein. Nein. So. Und da müsste jetzt rein theoretisch, wenn ich den Knopf betätige. Gut, machen wir es nochmal. Wow. Also da müssen wir nochmal doch einen Repeater reinhauen. Das wird zeitlich doch etwas problematisch. So. Wow. Ich häng fest. Machen wir es nochmal. Okay, bin drin. Wow. Die Frage ist nur, wie kommt man wieder raus? Nein! Nein! Verdammt! Wie komme ich wieder raus? Schalter? Hilft der? Hilfe! Der Schalter bedient nichts. Der macht nichts, der Schalter. Jungs. Ja, ich weiß. Klar, super. Gut. Es müsste natürlich auch so sein, dass man von oben dann den Geheimgang auch
sozusagen aktivieren kann. Weil hier führt dann eine Etage hoch. Und da müsste dann der Geheimgang hinführen. So. Jetzt heißt aber die Wiese, wir müssen etwas verbergen. Und zwar können wir das gleich mit der Devise auch gleichzeitig erfüllen. Wir müssen das Haus ein bisschen mehr anders gestalten. Nämlich so. Gut. Und dann kommen noch Steps hin. Das ist alles, hat was alles mit dem Optischen zu tun. Holz. Wir brauchen Holz. Gut, dann. Hier, lass uns mal gesundes Fleisch essen. Und hier mal dieses ungezogene Zeug. Gut, machen wir wieder auf den Holzfäller. Ja, die Pistons und die Bücher haben doch eine ganze Menge Holz verschlungen. Welches wir den Moment noch zur Verfügung hatten. Mann, jetzt war gerade auch schon. Aber zum Schluss hat doch der Verbrauch des Holzes gesiegt. Leider. Leider. Und wird von innen gar nicht auffallen, dass es außen viel größer wirkt, als drin ist. Ja. So zum Motto. Dann haben wir eine Art Holzbunker gebaut. Auch mal was. Kennt ja auch nicht jeder. Obwohl, man könnte es rein theoretisch ja noch umwandeln. Also nicht komplett jetzt machen, wegmachen. Man könnte es rein theoretisch. Möglich wäre es. Wir müssten von hier aus. Mann, 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 das wäre dann auch nochmal eine große Arbeit. Die Überlegung wäre, ich werde mal was probieren, ob das hier klappt. Wir hatten ja neulich dieses Problem gehabt bezüglich dem Holz und Ding da drüber. Nö, hier scheint es zu klappen. Ey, weg mit dir. Wohl. So. Müsste man sich noch überlegen, ob man das vielleicht dann doch eher Stein baut. Oder aus Eis. Von Igo. Ja, auch eine Variante. Aber jetzt versteht ihr ungefähr, was ich meine. Dass wir dann anschließend dann sozusagen eine weitere Etage bekommen. Und damit es nicht zu krass unauffällig wird. Hier mit dem Ding. Erstmal muss ich hier. Okay, das habe ich schon entfernt. Das ist hier so mit dem Holz und hier. Müssen wir da oben nochmal ein paar Pistons hinbauen. Die automatisch schon längst die müssen nicht, die können einfach so hier schon direkt dran sein, die müssen jetzt nicht ausgefahren sein. Das ist kein Problem. Ja, ist besser, oder wir könnten dann immer noch überlegen, einen Schalter zu machen, gerade mit der Zeit. So ein Button fällt halt nicht so auf, also so ein Knopf fällt halt nicht so sehr auf wie so ein Schalter. Abgesehen davon, dass der Schalter dann andersrum gemacht werden kann. Um das alles zu aktivieren. Gut. Könnt ihr dann abstimmen, ob Schalter oder Button, was euch besser gefällt. Hier werde ich mir noch überlegen. Überlegt, ob ich dann lieber Stein verwende. Also hier kommen dann die Steps hin. Nicht, dass ihr euch wundert. Und dass wir dann sozusagen das hier nochmal ein bisschen alles ein bisschen abreißen. Also hier gerade hier vorne. Hier die Seite müsste ohne Probleme gehen. Na gut, dann wäre es hier drin, aber nicht holzig genug. Ich will ja das Holzschema behalten. Ja, dann werden wir doch wahrscheinlich das Holz belassen. Und dann wird hier oben noch eine andere Etage gebaut werden. Die würde wahrscheinlich auch Stein sein. Und ja. Dann lass uns nochmal schnell zu den Kürbissen gehen. Ich weiß, Melonen. Und ja, es scheint zu stimmen. Man muss die Felder pflügen, auf denen die wachsen sollen. In dem Fall würde ich sagen, wächst und gedeiht, meine Süßen. Also, ja, dann ich würde mich mal hier nochmal kurz die Nacht überschlafen, weil ich nicht will, dass irgendwelche Viecher das alles wegnehmen. Und ja, euch dann noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.